Tag zusammen, willkommen zurück in unserer nachhaltigen Stadt Viridis in der Jubiläumsfolge, Folge 100. Und ich hatte schon angekündigt, auch die letzte Episode, obwohl hier ja noch sehr viele Flächen frei sind, wir noch so viel bauen machen könnten, um hier wirklich die ganzen Planquadrate voll zu bauen. Aber ich glaube, mit der Folge 100 sind wir, ich sag mal ja, eigentlich am Ende der energietechnischen, der nachhaltigen Betrachtung. Ich denke, wir haben alles soweit beleuchtet, wie eine nachhaltige Stadtentwicklung aussehen kann, funktionieren kann. Angefangen hier im Zentrum und uns dann ja immer weiter ausgebreitet mit dem Schwerpunkt auf einer klimaneutralen Energieversorgung, am Ende hier vorne mit unserem Kernfusionsreaktor, den wir errichtet haben. Ja, letzte Folge soll das zentrale, wichtige Thema, und ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Folge, und springen mal rein, auch in die Zeit passende. Wir sind im Jahr 2095, wie man hier unten sieht, und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit zu sagen, wir sprechen jetzt mal über die Situation des Weltklimas in dem Jahr. Parallel bauen wir dann noch die letzten Einrichtungen. Wir werden hier auf diesem Hügel ein weiteres großes Forschungszentrum errichten. Das wird dann unsere Klimaforschungsstation, die es ja, Moment, wo haben wir sie? Hier gibt. Also da werden wir das bauen und noch ein paar weitere Gebäude. Hier sind noch ein paar ganz interessante Spezialgebäude oder einzigartige Gebäude. Die werden wir dann gleich auch noch errichten. Ich fälle mal nicht ganz klimagerecht hier ein paar Bäume, damit wir hier einfach Platz haben. Die werden wir dann gleich wieder nachpflanzen. Das ist halt Spielmechanik, aber eigentlich keine gute Spielmechanik. Machen wir uns da nichts vor. Wir werden jetzt erstmal hier das Gelände einebnen. Wir brauchen hier, glaube ich, ein bisschen flaches Gelände. Ja, Klimawandel, wo stehen wir? Voraussichtlich, ich mache hier oben mal, bevor wir jetzt starten, hier oben mal einmal ein Plateau. Und hier unten will ich auch ein Plateau schaffen. Und dann werden wir da gleich noch so einen Übergang machen. Und noch ein paar Übergänge definieren. Ja, also zurück zur Frage, wo stehen wir beim Klimawandel im Jahre 2100, Ende dieses Jahrhunderts? Ja, also wir müssen, das hat die internationale Staatengemeinschaft in mehrfachen internationalen Treffen auf den Weltklimakonferenzen beschlossen, die globale Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad begrenzen. Das wird schon schwierig. Die nächste Stufe ist dann 2 Grad. Wo kommen diese 2 Grad her? Das ist, also wenn man die, halt falsch, das wollte ich haben. Wenn wir sagen, wir wollen die Auswirkungen der Klimaveränderung einigermaßen im Griff haben. So, gucken wir von hier vorne, müssen wir auch irgendwie da hoch. Gucken, wie wir das machen. Schauen wir mal. Also, wenn wir sagen, wir wollen es irgendwie erreichen, dass wir die Folgen des Klimawandels, und die spüren wir ja jetzt schon, wenn wir das irgendwie im Griff haben wollen, dann werden wir, also brauchen wir diese 2 Grad. Das ist so die, ja, ich sag mal, der Konsens. Also 1,5 Grad wäre besser, in Anführungszeichen. Denn wir sehen ja jetzt schon, welche Auswirkungen das hat mit der Veränderung der Wetterereignisse, vor allem der Extremwetterereignisse. Das ist jetzt schon massiv spürbar, und das wird halt durch steigende Temperaturen immer schlimmer. Das ist in Anführungszeichen wieder nur Physik. Da kann man sagen, ja, ist das wirklich alles so? Ja, ja, also das wissen wir schon seit vielen Jahrzehnten, also Ende des 19. Jahrhunderts. Arrhenius war der erste schwedische Wissenschaftler, der sich damit befasst hat.
der zum ersten Mal auf Basis natürlich der Kenntnisse, die man damals erst hatte, ist mal zu Papier gebracht hat, was passiert, wenn wir die Kohlendioxidkonzentration verdoppeln in der Atmosphäre, was heißt das dann bei der Temperaturerhöhung. Also das ist eine Sache, das wissen wir sehr genau, das ist alles die Details sind schon kompliziert, aber die grundlegenden Funktionen, die grundlegenden Dinge, die passieren, ne, das möchte ich nicht, möchte hier keinen Tunnel haben. Das müssen wir nochmal machen. Die grundlegenden Effekte beim Klimawandel, das ist, ja, also gehe ich lieber die Oberstufen Physik hinaus, ist aber eine Sache, die wir sehr gut verstehen, schon seit vielen Jahrzehnten. Und da gibt es auch, also, da gibt es immer so, ja, es gibt ja noch Wissenschaftler, die das anzweifeln. Nein, gibt es nicht. Also das ist wirklich elementare Physik, kommen wir gleich mal ein bisschen zu. Also da ist nichts dran zu deuteln, zu diskutieren. Das ist Basiswissen. So, ich möchte hier vielleicht nochmal einen zweiten Zugang definieren. Gucken, wie kommen wir denn von hier aus? Hier rüber. 420, 439, da. Hier oben könnte man nochmal so einen Weg durchziehen. Das wird jetzt hart, aber das möchte ich gerne mit einem zweiten Durchgang hier haben. So. Damit wir ja keine riesige Sackgasse, im Katastrophenfall wäre das ja im wahrsten Sinne eine Katastrophe, deswegen machen wir nochmal so einen zweiten Zugang. Schon ziemlicher Eingriff in die Natur, damit die Freiheit nehmen wir uns hier im Spiel. Aber jetzt haben wir schon eine ganz gute Verbindung geschaffen. Prima. Definieren wir mal so ein Distrikt. Dann haben wir nämlich hier oben unsere Klimaforschungsstation definiert. Ah, das ist Physik, das jeder, der das anzweifelt, also ich sage immer so etwas polemisch, wenn die Frage aufkommt, glauben Sie an den Klimawandel, kann man die Gegenfrage stellen, glauben Sie an Gravitation oder an die Schwerkraft? Das ist Physik. Also bitte da mal die Kirche im Dorf lassen. Also das ist, das ist hier die Klimaforschungsstation. Und das wird hier Modern City Center. Genau. Und wir können hier, glaube ich, auch nochmal diese Wall-to-Wall. Das machen wir richtig, hier dieses nachhaltige Wohngebäude. Und dann machen wir hier die anderen, aber dann Wall-to-Wall-Buildings. Genau, prima. Sehr schön. Hier müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen das Gelände einfangen. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ja, also wie gesagt, alle, die da das in Anführungszeichen anzweifeln, da will ich wirklich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Das ist, glaube ich, mehr, also behaupte ich jetzt mal, mehr Politik als alles andere. Ich glaube, ich definiere oben nochmal eine Straßenbahn, auch wenn wir das jetzt alles nicht mehr noch bauen werden. Aber ich finde, das sollten wir hier nochmal einmal definieren als Hauptzuwegung. Also alle, die jetzt behaupten, das ist alles Quatsch und das wissen wir alles so nicht genau und das muss man ja alles erstmal genauer untersuchen und. Da muss ich sagen, Freunde, nein, das ist Blödsinn. Wir wissen sehr genau, was passiert. Wir werden bis zum Jahrhundertende, so ist die Vermutung, wenn wir so weitermachen wie bisher als Menschheit und alle Zeichen deuten nicht darauf hin, dass die Menschheit ihr Handeln signifikant ändert, was die Treibhausgasemissionen angeht. Kommen wir gleich zu, wie das jetzt alles so physikalisch funktioniert. Aber die Temperaturerhöhung bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird voraussichtlich in der Größenordnung von ungefähr 3 Grad Celsius liegen. Das ist eine
Katastrophe. Weil, woran liegt das? Die Natur, das Ökosystem sich so schnell nicht anpassen kann an die globalen Veränderungen, die Temperaturerhöhung der Atmosphäre. Das ist das eine, das ist eine direkte Auswirkung. Was man aber auch jetzt schon beobachtet und was jetzt auch schon kritisch ist, sind natürlich die Temperaturerhöhung der Weltmeere. Denn das ist auch ein Aspekt. Haben hier gar keine Straßenbahn? Achso, hier ist gar keine Straßenbahn. Okay, na gut, dann müssen wir das mal anders machen. Dann gibt es hier nur eine normale Straße. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass wir hier keine hatten. Und da brauchen wir hier eine Schleife für unsere Straßenbahn. Das kriegen wir aber hin. Damit die hier wenden können. Wunderbar. Prima. Ja, das sieht doch ganz manierlich aus. Klicken wir es hier mal so ein bisschen. Das sollte so passen. Gut, ich werde jetzt hier oben auch nur Straßen bauen. Ich glaube, jetzt werde ich hier keine Fußgängerzonen setzen. Das ist alles, glaube ich, an dieser Stelle unkritisch. Ja, von daher, also auch das ist die Situation, die wir haben. Wobei, komm, machen wir ja, machen wir es. Ja, ich glaube, Straßen brauchen wir, weil die ganzen Gebäude Straßen brauchen. Deswegen bleiben wir bei den Straßen. Wo sind sie da? Fahrradwege, die möchte ich gerne haben. Das bedeutet also, wir müssen was tun, denn diese 3 Grad, das ist eine Katastrophe. Das kann man so sagen. Da müssen wir uns tatsächlich an der Stelle auch nichts vormachen. Das Ökosystem Erde mit all seinen Facetten kommt damit nicht zurecht. Sortieren wir jetzt erstmal, was heißt eigentlich Klima oder wie ist das Klima definiert? Klima ist definiert als der Durchschnitt des Wetters. Ne, Wetter ist ja immer das Kurzfristige. Des Wetters über 30 Jahre. Das ist jetzt mal erstmal so eine Definition, die man getroffen hat. Und die führt einfach dazu, dass wir da dann bestimmen können oder diskutieren können, messen können, beobachten können. Wie ändert sich das Klima, wenn wir immer diese Mittelwerte betrachten? Da sehen wir, also Referenz, wir brauchen auch eine Referenz für das alles. Da beobachten wir halt, dass im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter sich halt massiv etwas ändert. Die Messungen, mittlerweile natürlich satellitengestützt, sehr exakt. Das können wir wirklich sehr, sehr gut alles bestimmen. In der Vergangenheit, da stellt sich die Frage, wieso wissen wir, wie das Klima erdgeschichtlich war vor mehreren Millionen Jahren? Das wissen wir ja alles. Auch mit sehr hoher Genauigkeit. Und da stellen wir fest, ja klar, es gab natürlich auch mal Warmphasen, es gab kältere Phasen. Das ist jetzt auch alles keine Besonderheit. Das kann man halt auf Basis von Bohrungen im Eis machen. Da kommen wir so 800.000, knapp 1 Million Jahre zurück in der Geschichte. Und alles Weitere kann man dann über Fossilien, das heißt, man findet Fossilien, Bäume etc. Und anhand der Ringgröße der Bäume kann man zum Beispiel bestimmen, wie war der CO2-Gehalt der Atmosphäre vor mehreren Millionen Jahren über die C14-Methode, also Methode zur Altersbestimmung, kann man sehr exakt das Alter von Fossilien bestimmen. Und die daraus ergeben sich dann Wachstumsraten, also wie schnell sind die Bäume gewachsen. Wir können sehr genau bestimmen, wie groß war der Kohlendioxidgehalt, weil das ja dann etwas mit der
mit den Temperaturen zu tun hat, mit der, wie schnell wächst ein Baum oder eine Pflanze. Das geht alles ziemlich gut. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Bild, wie Temperaturen, wie das Klima auch vor mehreren Millionen Jahren aussah. Und das war anders, klar. Also die Erde war auch schon mal wärmer, es gab auch schon kältere Phasen. Klima verändert sich auch, das ist immer so ein Argument, ja, das Klima ändert sich, das ist alles so schlimm, wir können da gar nichts zu. Stimmt alles so nicht, diskutieren wir gleich nochmal. So, das ist doch alles hier schon mal ganz schön. Ein kurzer Blick hier auf unsere Baumaßnahmen. Ja, das ist doch schon mal ganz hübsch, dann bauen wir gleich die Objekte. Also, es ist alles sehr gut verstanden. Wir können das in der Vergangenheit machen. Wo kommt das jetzt her? Und tatsächlich ist der Treibhauseffekt, den wir auf der Erde haben, ganz wichtiger. Denn sonst wäre es hier kalt und wir hätten hier einen Eisplaneten. Woran liegt das? Und wir fangen jetzt mal an und setzen jetzt hier mal in unsere Klimaforschungsstation. Die platzieren wir hier oben an ganz prominenter Stelle. Mist. Das sieht doof aus. Das müssen wir noch mal etwas begradigen, das Gelände. Das fällt alles ein bisschen ab. Machen wir das hier noch mal ein bisschen hübscher, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. So, herkommen. Platzieren wir dich auf diese Seite der Straße. So, hier ist jetzt also unsere Klimaforschungsstation. Das sind also natürlich eine Wetterstation, aber auch Satellitendaten, die da erfasst werden. Ein paar Parkplätze. Ja, das ist doch ganz hübsch. Wir können hier auch nochmal so ein Observatorium. Wo haben wir das? Ich gucke mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Da ist das Observatorium. Das ist jetzt mehr so ein astronomisches Observatorium. Platzieren wir mal ein bisschen weiter weg. Werden wir aber dann hier auch nochmal ergänzen. Und dann brauchen wir hier nochmal so ein paar Forschungseinrichtungen. Opa, noch nicht. Ich gucke jetzt nochmal hier durch. Also, Treibhauseffekt. Die Erde, oder die Erdatmosphäre, besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff. Das sind keine Gase, die irgendwie in der Lage sind, Wärmestrahlung aufzunehmen oder zum Treibhauseffekt, zur Erwärmung der Erde beizutragen. Das können nur Moleküle, die nicht zwei, Stickstoff und Sauerstoff haben ja zwei Atome, sondern mindestens drei haben. Dazu zählt das Wasser, das ist eigentlich das zentrale Klimagas, aber für uns entscheidend, ich brauche mal so diese Katastrophengedenkstätte an die Einfahrt, das ist quasi die Klimakatastrophe. Wunderbar. Also Wasser, aber auch die grüne Lunge passt. Aber vor allem das Kohlendioxid. Methan gehört noch dazu. Das sind noch weitere Objekte. Aber das fossile Gas, Kohlendioxid, ist entscheidend. Das haben wir in der Atmosphäre zu einem kleinen Teil. Das sind nur 400 ppm, gut 400 ppm, Parts per Million, also auf eine Million Moleküle. Eine Million Moleküle in der Luft kommen 400, gut 400 Moleküle Kohlendioxid, da kann man sagen. Und das ist auch häufig so ein Grund. Oh, das reicht auch nicht von der Konzentration und darf sich ja nicht täuschen lassen. Konzentrationen haben nichts oder sagen nichts darüber aus, was die Auswirkungen angeht. Also 400 ppm ist die Konzentration von Koffein in einer Tasse Kaffee. Also von daher auch da immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Das hat nichts miteinander zu tun. Die Konzentration spielt natürlich eine Rolle, aber die sagt nichts über die Wirkungsweise von Molekülen in einem Stoff. Ich
Ich möchte hier auch diese ganzen Objekte, diesen Zikkuratgarten, das bauen wir mal hier unten hin. Da sind quasi immer so Klimaschutzprojekte, die werde ich jetzt hier vorne mal an prominenter Stelle platzieren. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz hübsch. Wir können diesen Beobachtungsturm nochmal platzieren. Das sind dann so Objekte, die wir hier platzieren. Ich gucke hier nochmal durch. Man sieht ja, was ich hier so anklicke und dann platziere ich das, weil das eigentlich alles ganz gut passt. Ja, also von daher, das ist die Konzentration. Auch die Konzentration verändert sich vom Kohlendioxid. Es gibt da eigentlich natürlich einen Kohlendioxidkreislauf. Aber es ist jetzt so, dass das Kohlendioxid in der Lage ist, die Wärme der Erde oder die Temperatur der Erde zu erhöhen. Wie passiert das? Also wir haben eine Energiequelle. Das ist unsere Sonne. Die strahlt uns an. Und zwar im Durchschnitt. Die Strahlungsleistung, wenn wir das mal jetzt so Tag, Nacht und so weiter alles mal mittel, sind das so rund 340 Watt pro Quadratmeter. Das ist unsere Energiequelle. Und die Erde würde jetzt, wenn wir keine Atmosphäre hätten, würde sich dann aufheizen, und zwar auf minus 18 Grad Celsius. Das wäre die Temperatur. Dann würde sich ein Gleichgewicht darstellen. Denn jeder Körper in der Physik, der eine Temperatur hat, strahlt ab. Das ist Planck'sches Strahlungsgesetz. Auch das kennen wir schon seit mehr als 100 Jahren mittlerweile. Das ist bekannt. Und irgendwann stellt sich halt ein Gleichgewicht ein. Das heißt, die Wärmeabstrahlung, wir brauchen ein Energiegleichgewicht, die Abstrahlung der Wärme durch die Erde, abhängig von der Temperatur, je höher die Temperatur ist, desto größer wird die Strahlungsleistung. Und dann gibt es, dann haben wir ein Gleichgewicht. Das heißt, die Erde strahlt auch irgendwann mit entsprechenden, eigentlich mit 340 Watt etwas weniger, weil auch diese 340 Watt pro Quadratmeter nicht vollständig auf die Erde ankommen. Wir haben noch Reflexionen an den Wolken. Die Erdoberfläche strahlt nochmal zurück. Wir sind etwas über 200 Watt pro Quadratmeter tragen zur Erwärmung bei. Und dann haben wir wieder das Gleichgewicht bei minus 18 Grad Celsius. Ist die abgestrahlte Leistung gleich der eingestrahlten Leistung. Da ist die Physik oder die Natur mal ganz brutal. Energiegleichgewicht. So, ich finde diese Countdown-Uhr, deswegen bin ich hier kurz stehen geblieben, ganz gut. Wie lange haben wir noch Zeit bis zur Klimakatastrophe, die ist ja riesig, die setzen wir mal ganz prominent hier vorne hin. Oder haben wir hier vorne einen Platz? So, die ist jetzt falsch rum. Okay, dann müssen wir dich hier drehen, das finde ich auch gar nicht so schlecht. So. Die tickt jetzt runter, ich weiß gar nicht, was die anzeigt. Kann ich das irgendwie verändern? Ja, alles gut. Das ist unsere Uhr. Ja. Die Klimakatastrophenuhr. Finde ich eigentlich ganz gut. Platz der Transferenz. Ja, das können wir auch nochmal machen. Die sind aber ganz groß, die Objekte, aber wir platzieren einfach mal. Das ist heute in dieser finalen Folge, glaube ich, ganz angemessen. Ja. Das Gebäude finde ich ganz gut. Hier nochmal als Forschungsgebäude. Das setzen wir mal hier zwischen diese beiden, direkt hier vorne. Finde ich auch ganz gut. Und dann haben wir noch den Platz der Zukunft. Den setzen wir auch wieder hier unten hin. Wir werden dann gleich noch ein paar Wege bauen und hier noch ein paar Gebäude hier entstehen lassen. Wohngebäude für die Forschung und so weiter. So, also das ist die Situation. Wenn wir kein Kohlendioxid hätten, dann wären wir bei minus 18 Grad. Dann gäbe es kein flüssiges Wasser, sondern nur Eis. Das ist dann die Situation, die wir hätten. Jetzt haben wir aber Kohlendioxid in der Atmosphäre, das entsteht auch ganz natürlich.
schwankt immer so zwischen 200 und, ja, war auch schon mal deutlich größer, aber wir kommen so, letzte Eiszeit war etwas über 200 ppm, also Parts per Million. Jetzt sind wir bei über 400 und das ist, das kann man sehr genau berechnen, bestimmen, prüfen, deutlich zurückzuführen auf einen menschgemachten Klimawandel. Oder die Treibhausgasemissionen durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Ich platziere jetzt parallel nochmal so ein paar Standardobjekte, die wir einfach brauchen hier an der Stelle, damit das hier alles auch bewohnt wird. Ich glaube, das ist noch ganz sinnvoll. So, wir haben jetzt also diese Konzentration, das führt dazu, also wie funktioniert das? Die Erde strahlt ab, jetzt ist das Kohlendioxid oder Methan, auch das Wasser in der Lage, die Wärmestrahlung, das ist ja auch nur Licht in einem bestimmten Wellenlänge, nämlich langwelliges Licht, im Vergleich zu dem, was wir sehen können, das sind ja 400 bis 700 Nanometer, das sichtbare Licht, das ist die Infrarotstrahlung, ist langwelliges Licht, aber auch nur Photonen. Und diese Atome, diese Moleküle sind in der Lage, das Licht, dieses infrarote Licht aufzufangen, zu absorbieren. Dann werden die angeregt und das dann wieder in der Lage, dann Moleküle, wenn die einmal angeregt werden, führt das immer dazu, dass die dann irgendwann auch diesen angeregten, energetisch höheren Zustand wieder verlassen zu wollen, dass sie dann diese Wärmestrahlung wieder abgeben mit der gleichen Wellenlänge und dass diese Wärme wird jetzt aber in alle Richtungen abgestrahlt, also sowohl weg von der Erde, das ist dann verloren, oder auf der anderen Seite aber natürlich zurück zur Erde. Und das führt dazu, diese Rückstrahlung, dass die Erde sich erwärmt. Und zwar von minus 18 auf plus 15 Grad Celsius. Das sind ungefähr 33 Grad Celsius, die man oben nochmal drauf packt. Wir können hier an den Rand nochmal so ein Depot, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Die Objekte brauchen wir, glaube ich, auch alle nicht. Das hier, historische Folgen, brauchen wir alles nicht. Nee. Heißt jetzt also, die Erde erwärmt sich dadurch, dass wir mehr und mehr Treibhausgase, also insbesondere das Kohlendioxid, in der Atmosphäre haben. Das ist halt das Normale, was man erwartet, was passieren muss. Das ist nur Physik. Das hat nichts mit, das ist aber kompliziert und ist das wirklich so? Das ist tatsächlich der Stand der Physik. Das muss passieren. Die Atome, die Moleküle, nicht die Atome, die nehmen die Wärmestrahlung auf, geben sie wieder ab. Das ist genau das, was passieren muss. Ich gucke mal, hier waren noch so ein paar andere Specials. Hier noch dieses medizinische Zentrum nicht. Das Eden-Projekt wollte ich auch noch platzieren. Ist auch noch sehr schön. Passt, glaube ich, auch noch hier oben in unsere Klimaforschungszone rein. Den Rest brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wir brauchen hier nochmal eine Stelle, wo wir das Recycling Center ein bisschen verstecken, damit das hier nicht ganz so auffällig irgendwo zu sehen ist. Das machen wir hier nochmal, verstecken das hier vorne mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Möglichkeiten. Da, genau. Und hier oben noch eins für den Müll. Und dann haben wir noch die Post. Brauchen wir auch alles. Gleich mit der Bank, das machen wir alles noch. Ja, was heißt das jetzt für den Klimawandel, wenn jetzt die Menschheit mehr Treibhausgase emittiert als
nötig, also überhaupt emittiert. Wir fügen der Atmosphäre zusätzliche Treibhausgase zu. Die sind in der Lage, dann immer mehr Wärmestrahlung zu absorbieren und wieder zurückzuwerfen. Naja, und das führt dann einfach dazu, dass sich die Erde aufheizt. Das, wie gesagt, ist relativ einfache Physik. Das muss passieren. Die Diskussion, die es ja dann sonst immer gibt, ja, können wir wirklich was dazu? Ist das nicht vielleicht die Sonne mit ihrer Sonnenaktivität? Nein, also das kann man alles auch sehr genau zeigen. Die Sonnenaktivität ist jetzt nicht so groß im Moment, dass das, oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass das damit was zu tun hat. Das kann man ziemlich genau bestimmen und stellt dann fest, das ist es nicht. Die Menschheit ist schuld. Das ist indiskutabel. Jetzt kann man sagen, ja, okay, also haben wir verstanden, die Physik lässt uns keinen Spielraum. Wir erhöhen die Temperatur indirekt, indem wir mehr fossile Brennstoffe nutzen, Kohle, Öl und Gas, dass wir die dadurch dann Treibhausgas emittieren. Dann ist ja eigentlich klar, was wir tun sollten. Nämlich, wir müssen raus aus den Fossilen. Das haben wir ja alles hier in dieser Let's Play-Reihe auch schon mal diskutiert. Und deswegen haben wir hier diese Let's Play-Reihe auch gemacht. Teichpark ist auch ganz schön. Hier sind ja schon ein paar schöne Sachen. Also man könnte hier noch so viele Dinge bauen, aber wie gesagt, wir kommen hier dann zu einem Ende. Das halte ich dann für gegeben. Was haben wir hier noch? Kaffee im Bürgersteig, ja, wieso nicht? Ja, was haben wir jetzt gesagt? Die Treibhausgase steigen sehr schnell an, und zwar, und das ist jetzt die Beobachtung, das ist das Besondere im Vergleich zu dem, was wir früher gesehen haben, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen, die Geschwindigkeit, mit der das passiert, die gab es in dieser Form noch nie. Das ist was Besonderes. Wir haben das natürlich schon gehabt. Die Erde war wärmer, die Erde war auch schon mal deutlich kälter. Das wissen wir. Aber dass die Erde so schnell im Moment mit Treibhausgasen in Anführungszeichen geflutet wird, das haben wir so noch nicht gehabt. Und das ist halt jetzt das Hauptproblem, was wir haben bei der ganzen Betrachtung, dass die, kriegen wir das so hin, sind Schatten hier, ne? Aber und etwas steil. Wir können hier vielleicht noch mal ein bisschen das Gelände etwas anpassen hier. Das arbeiten wir noch mal ein bisschen nach. Das können wir doch aus Erdkern oder Eiskernbohrung und aus das kriegen wir halt. Oh, ich mache das hier noch mal neu. Das kriegen wir halt aus diesen fossilen Methoden eigentlich ganz gut raus und wissen sehr genau, wie gesagt, was da wie wo passiert. Wir haben jetzt halt das Problem, die Erde, das Ökosystem Erde ist nicht in der Lage, diese Geschwindigkeit mitzugehen. Die letzte Eiszeit ist knapp oder gut 10.000 Jahre her. Das ist auch ganz hübsch. Da waren wir 3 bis 4 Grad unter der aktuellen Temperatur. Da sah es auf der Erde komplett anders aus. Dann hat sich das verändert, das Weltklima, durch unterschiedlichste Effekte. Und jetzt sind wir halt bei dem Start, dass die Temperaturen deutlich nach oben gegangen sind. Wir wissen, also während der Zeit der Dinosaurier ist nur so ein Beispiel, oder halt während der Carbonzeitalters, also als das als die Kohle entstanden ist, das ist jetzt so gute 360 Millionen Jahre her,
auch da war es deutlich wärmer. Da hatten wir hier in Deutschland quasi so eine Art Sumpflandschaft. Also ideale Bedingungen dann zur Bildung von Kohle. Das war so. Da war die Erde auch eisfrei, weil der Kohlendioxidgehalt deutlich höher war. Das waren aber natürliche Effekte. Und das ist auch ganz normal, dass das so passiert. Da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Ich platziere jetzt gerade nur so ein paar Wege hier. Die sind, glaube ich, wichtig, bevor ich dann gleich die Wohngebäude noch definiere und dann noch ein bisschen Wald platziere. Das reicht nicht. An der Stelle. So, das ist halt, wie gesagt, das ist das Problem. Wir emittieren im Moment weiterhin sehr viel Treibhausgase durch die Verbrennung von Gas, Kohle und Öl. Da hat sich wenig getan in den letzten Jahren. Es wird zwar langsam besser, die Menschheit hat es erkannt, aber es wird zu langsam besser. Die Emissionen steigen im Moment noch massiv an, oder steigen nur noch an. Wir haben noch gar nicht den Punkt erreicht, dass wir da wegkommen von den hohen Emissionen. Und ja, müssen uns halt überlegen, wie können wir damit dann umgehen? Wollen wir uns anpassen oder wie machen wir das? Denn das Klimasystem, das Ökosystem Erde ist ein sehr träges System. Das dauert immer viele 100 bis 1000 Jahre, bis sich auch die Spezies durch die Evolution anpassen können an neue Bedingungen. Das geht nicht innerhalb von ein oder zwei Generationen. Ich weiß gar nicht, wie viele Generationen das sind. 30, glaube ich, aber da nicht drauf festnageln. Ich bin kein Evolutionsbiologe. Das ist halt aber das Problem. Wir emittieren zu viel Treibhausgase und verursachen dadurch oder verstärken damit den Klimawandel, den wir so in dieser Phase im Moment eigentlich nicht hätten. Auch das kann man sehr genau in Klimasimulationen bestimmen. Die Energie- oder die Klimamodelle, die also das System Erde mit den unterschiedlichen Systemen, das heißt also mit den Ozeanen, mit den mit der Biosphäre, mit der Atmosphäre, das alles zu simulieren. Die Interaktion, welche Rolle spielt das? Wasser, Wolkenbildung, Regen und so weiter. Das kann man alles mittlerweile mit den Supercomputern hinreichen oder mit einer sehr guten Genauigkeit simulieren. Das geht sehr gut. Und die Experimente und die Beobachtungen bestätigen halt die Klimamodelle. Das ist dann immer das wie so ein Energiemodell, wie das funktioniert mit solchen Energiemodellen. Und komme ich hier durch? Da komme ich durch, ja. Und damit können wir mit diesen Klimamodellen natürlich auch dafür sorgen, dass wir wissen, in welche Richtung wir uns derzeit entwickeln. Was bedeutet das jetzt, wenn wir die Treibhausgasemissionen nicht reduzieren? Da gibt es da mehrere Pfade, der Weltklimarat, die Forschungsgemeinschaft hat sich mit der Frage beschäftigt, wie viel oder welche Klimasimulationen führen wir durch. Was definieren wir denn? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die will ich jetzt hier an der Stelle nicht diskutieren. Das ist dann eher was für eine wissenschaftliche, wahrscheinlich eher für einen Podcast als für eine Let's Play-Folge. Aber wir können gucken, wenn wir unsere Klimaziele umsetzen würden, das, was wir in Paris und Co. besprochen haben, was würde dann passieren? Schaffen wir dann, den Klimawandel aufzuhalten? Was würde passieren? Das kann man sehr genau simulieren und das sind dann Handlungsempfehlungen, die dann gegeben werden für die Politik natürlich, damit dort die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden. Die Wissenschaftler sind an der Stelle natürlich immer nur beratend tätig, geben Hinweise und dann die Entscheidung muss dann die Gesellschaft und die Politik müssen dann diese Entscheidung treffen. Das klappt mal besser, mal schlechter. An sich hat sich aber die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, wir wollen den Klimawandel aufhalten. Das ist unser oberstes Ziel. Wir sind im Moment auf dem Pfad der plus 3 Grad Temperaturerhöhung. Das kriegen wir im Moment auch noch nicht so richtig in den Griff, weil einfach die
Industrienationen, die USA, China als aufstrebende Industrienation, aber natürlich auch Europa, und dazu zählt auch Deutschland, immer noch zu viel Treibhausgase emittieren. Wir in Deutschland haben immer noch Kohle, wir nutzen immer natürlich noch Gas zur Energieversorgung, Heizung, Strom, und zwar und auch Prozesswärme in der Industrie für Hochtemperaturprozesse, und natürlich Öl im Transportsektor, insbesondere Autofahren, LKW, Flugzeuge. Das ist halt so. Und wir wissen genau, wenn wir jetzt also aufhören würden, die Treibhausgase zu emittieren, wir müssen das mindestens bis 2045, das ist so der letzte Punkt, den man jetzt so definiert hat. Bis dahin müssen wir klimaneutral sein, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts, und da sind wir jetzt ja mit im Jahr 2095, müssten wir das eigentlich erreicht haben, dann können wir unsere Klimaziele erfüllen, dann wird es nicht katastrophal. Den Weg haben wir nicht. Die Möglichkeiten, das noch aufzuhalten, jetzt neben der Reduktion, da gibt es noch so die Ideen, ja, können wir das Kohlendioxid nicht aus der Atmosphäre holen. Das ist technisch machbar, der Prozess ist natürlich hinreichend ineffizient, aber das geht natürlich. Wir brauchen aber relativ viel Energie dafür, um das Kohlendioxid wieder rauszuholen. Das heißt, diese Energie muss natürlich auch erzeugt werden und idealerweise klimaneutral. Das ist ein Weg, das Kohlendioxid wird dann aufgefangen und dann im Zweifelsfall in die Tiefsee gepackt. Ob das so der beste Weg ist, naja, also lieber gar nicht erst produzieren, dass die Klimagase, als dann aufzufangen. Das macht die Prozesse einfach alle sehr, sehr ineffizient. Das darf man halt alles nicht vergessen. Also lieber direkt lassen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das sogenannte Geoengineering. Also wir greifen in die Atmosphäre ein. Wir kennen das bei Vulkanausbrüchen. Sehr viel Asche, Staub in der Atmosphäre, der sich dort sammelt. Und das führt zu einer Verdunklung. Da könnte man noch sagen, können wir nicht einfach die Sonne ein bisschen abdunkeln, nehmen wir ein bisschen solche Staubstoffe, Asche, wie auch immer, Materialien, die idealerweise ungefährlich sind, in die Atmosphäre bringen. Das wird immer diskutiert, aber das muss natürlich auch alles bezahlt werden. Das kostet sehr viel Geld, das ist technisch sehr aufwendig. Wir kennen die Auswirkungen nicht. Wir wissen nicht, welche Folgen dieses Handeln hätte, wenn wir jetzt also massiv das Klima dadurch verändern. Also, und es ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Ja, am Ende müssen wir das alles bezahlen. Deswegen ist das auch nicht der Weg, den wir gehen sollten. Ich glaube, jetzt haben wir hier genug Objekte platziert. Jetzt fangen wir mal an, hier unsere Gebäude zu setzen. Und ich glaube, dann fangen wir gleich mal ein Fazit an der Stelle. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, also die Klimamodelle sagen uns das, und im Moment auch die Pfade, auf denen wir sind, das sieht aus wie wir sind zum Jahrhundertende bei plus 3 Grad. Da gibt es ein ganz schönes Buch dazu. 3 Grad mehr, da wird aus verschiedenen Perspektiven, also physikalisch, aber auch dann aus Sicht der Biologie mal betrachtet, aus der Diskussion der Biodiversität, was hat das für Auswirkungen, Artensterben und so weiter. Das sind massive Eingriffe in das Ökosystem, und die passen sich nicht an. Das dauert Jahrtausende, bis es da wieder zu einem neuen Gleichgewicht kommt. Deswegen sind wir als Menschheit verpflichtet, dort zu handeln. Da kommen wir aus der Verantwortung, kommen wir nicht raus. Und die Verantwortung haben wir auch hier in Deutschland, auch wenn wir jetzt aktuell in Anführungszeichen nur für 2% der aktuellen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Wir haben einfach eine Verantwortung aus der Vergangenheit. Wir sind eine Kohlenation, damit ist Deutschland groß geworden, zu einer Industrienation geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und damit tragen wir an der jetzigen Klimaveränderung eine Mitverantwortung, mit Schuld vielleicht sogar, die
dazu führt, dass es halt diese Temperaturen gibt. Und deswegen sollten wir als Industrienation vorangehen, mit gutem Beispiel zeigen, wie man es besser machen kann. Denn das Know-how haben wir, die Technologien haben wir, da müssen wir auf nichts noch warten. Das ist eigentlich technologisch, wissen wir ziemlich genau, was wir tun müssen. Das ist alles wirklich, steht zur Verfügung, das Wissen. Die Möglichkeiten, die wir haben, haben wir ja hier schon gezeigt. Also Einsatz von Regenerativen, die sind klimaneutral im Betrieb. Das ist Kernkraft auch, haben wir ja schon diskutiert. Aber wir wissen nicht, wohin mit dem Atommüll. Deswegen möchte ich das mal nach hinten stellen. Haben wir hier auch nicht gebaut. So, jetzt mal hier so ein großflächig Wohngebäude machen. Und hier oben ein bisschen. Und dann wird der Rest bewaldet. Ja, das ist doch sehr gut. Also wir müssen auch Photovoltaik und Wind setzen. Das sind ja auch günstige Energiequellen. Das darf man ja alles nicht vergessen. Die sind ja sehr günstig im Vergleich zu den fossilen. Wir sind unabhängig von Importen, wenn man mal jetzt als rohstoffarmes Land wie Deutschland denkt. Das ist, denke ich, alles ein ganz guter Weg, den wir da gehen können. Das Tempo ist halt einfach zu langsam. Und wenn wir dann anfangen, halt deutlich weniger Treibhausgase zu emittieren, kriegen wir es geregelt, dass wir dann, schon stark bewaldet hier, das ist eigentlich ganz hübsch, dann kriegen wir es halt hin, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, bilanziell auf Null zu bringen. Und haben dann eine Möglichkeit, den Klimawandel zu bremsen, aufzuhalten. Nicht, der wird noch ein paar Jahre weiterlaufen. Selbst wenn wir heute aufhören würden, per Knopfdruck mit der Emission von Treibhausgasen, wird das dazu führen, dass die Temperatur noch weiter steigt. Das System ist sehr träge, bis das mal reagiert. Und bis es dazu entsprechenden positiven Effekten kommt. Wir können hier vielleicht mal ein kleines bisschen Industrie definieren an der Stelle. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen was. Und dann haben wir hier eine große Flotte an Postautos, die da fährt. Gut, ich glaube, wir können jetzt hier mal den Blick so setzen auf unsere Klimaforschungsstation, Stadtteil, wir nennen ihn, wie wir mögen, und würden jetzt hier gucken, welche Auswirkungen. Wir müssen den Berg hier noch ein bisschen abtragen. Das ist schon schwierig mit der Station hier vorne, mit unserem Observatorium. Da müssen wir, nicht ganz realistisch, ich weiß, nicht so. Aber der ist wirklich hier im Weg, oder? Wir machen das noch anders. Wir definieren nochmal einen Weg rauf. Kommen wir da irgendwo hin? Das finde ich noch realistisch. Wir machen hier oben mal ein kleines Plateau. Und dann geht es hier bergunter. Von da nach da. Ja, das ist zwar ein steiler Anstieg, aber das macht, glaube ich, nur so Sinn. Und ich setze mir da oben auf den Hügel und dann machen wir noch eine Seilbahn. Ich glaube, das ist angemessen, dass wir von hier aus hier eine Seilbahn machen, dann kommt man da auch, glaube ich, ganz gut hoch.
Mal gucken, dass wir hier einigermaßen hinkommen. Das ist nicht so trivial. Und dann glätten wir hier nochmal ein bisschen. Das ist hier nicht ganz so wild. Funktioniert mit unserer Seilbahn. Ja, prima. Bäume. Also, Klimawandel ist eine reale Bedrohung. Also, heißt jetzt nicht, dass die Menschheit komplett ausstirbt oder sowas, aber wir werden alle darunter leiden, durch Hitzewellen, durch Extremwetterereignisse, durch steigenden Meeresspiegel, was das alles für Auswirkungen hat. Das ist, glaube ich, ein komplett anderes Thema. Das lässt sich jetzt hier in so einem Let's Play, glaube ich, auch gar nicht im Detail erläutern. Aber ich denke, man kann eigentlich ganz gut damit verstehen. Und deswegen haben wir ja hier dieses Let's Play auch gemacht mit Cities Skylines, um zu zeigen, man kann eine nachhaltige Stadtentwicklung erreichen. Ich glaube, wir wechseln jetzt hier nochmal auf diese Ansicht hier und machen nochmal ein kleines Fazit zum Abschluss dieses Let's Plays. Also unsere Stadt ist klimaneutral. Wir haben Wasserstoff, und das gucken wir uns nochmal alles im Einzelnen an. Wir haben hier unser Pumpspeicherkraftwerk, wir haben hier vorne unsere Elektrolyseanlage, das heißt, wir erzeugen Wasserstoff aus unserem Offshore-Windpark, versorgen damit die Schiffe. Was wir nicht gebaut haben, das wäre nur mal so ein Add-on gewesen, dass wir auch die Flugzeuge, denke ich, bis zum Ende des Jahrhunderts dekarbonisieren, also mit E-Fuels, also mit synthetischem Kerosin betreiben oder Wasserstoff. Das wird sich zeigen. Im Moment gibt es das technologisch noch nicht. Wir werden die Gebäude werden natürlich alle klimaneutral sein. Wenn wir dann mal hier einmal in unseren ersten Stadtteil fliegen, sehen wir, dass ja hier diese Green Buildings, auch das ist die Zukunft. Das dauert halt lange, ne, bis man da den nächsten Entwicklungsschub gemacht hat. Aber Photovoltaik wird normal werden. Kein Mensch wird künftig ein neues Haus bauen ohne Photovoltaik. Aber weil es eine günstige, einfache, sichere Energiequelle ist, das werden wir dann tun. Und dann dieses Begrünen, dieses Vertical Farming, ich glaube, gibt es hier auch noch, haben wir jetzt nicht gebaut. In diese Richtung werden wir uns entwickeln, weil das natürlich auch Kühleffekte hat. Wir werden die Gebäude dämmen müssen. Eine große Diskussion, die wir im Moment jetzt in Deutschland führen. Aber wir müssen es machen. Wir müssen runterkommen vom Energieverbrauch. Denn jede Energiemenge, die wir nicht produzieren müssen, egal ob fossil oder klimaneutral, ist gut. Dafür brauchen wir weniger Kapazitäten. Wir werden die Städte begrünen müssen. Das, auch da wird der Weg hingehen. Wir werden einfach mehr Bäume brauchen, die einfach zu einem Kühleffekt bauen. Jetzt dann das Aufforsten wird eine wichtige Rolle spielen. Ein bisschen die Diskussion, wie groß ist dann der Effekt, wie schnell kommt der Effekt, muss man mal abwarten. Wir werden unsere Industrie umstellen müssen. Wir sehen jetzt hier unser Stahlwerk. Vielleicht packen wir hier nochmal ein bisschen was drauf. Währenddessen wir nochmal das Stahlwerk diskutieren. Also auch die Stahl- oder die Schwerindustrie muss komplett sich umstellen auf eine klimaneutrale Energieproduktion. Das ist ganz wichtig. Stahl, große Hoffnung in den Wasserstoff. Auch das ist im Moment technisch noch wahnsinnig kompliziert. Das ist alles noch in der Anfang. Wir haben diese Technologien im Moment noch erst in der Grundlagenforschung. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir diesen Status erreichen, dass wir, dass die Stahlindustrie komplett dekarbonisiert wird. Das wird noch lange dauern. Und das darf man in der ganzen Diskussion wirklich nicht vergessen. Ja, das wollen wir, das müssen wir, aber da ist auch noch Entwicklungsleistung erforderlich, damit wir diesen Stand erreichen, dass unsere Schwerindustrie, jetzt sind wir ordentlich Verkehr, warum ist hier so viel Verkehr? Bis wir in Deutschland, in Europa, global unsere Schwerindustrie auch dekarbonisieren. Denn der Weg ist noch weit, aber Pflicht. Wir müssen dekarbonisieren. Wir müssen klimaneutral Stahl herstellen. Die chemische Industrie muss das klimaneutral machen. Das wird wahnsinnig aufwendig. Haben wir hier eigentlich bei der Industrie? Können wir so lassen. Noch ein paar Verwaltungsgebäude vielleicht hier an den Anfang
Dann haben wir hier auch unsere Stahlindustrie mal so ein bisschen weiterentwickelt. Da war noch eine kleine Baulücke. Das wird eine große Herausforderung, denn die Industrie, und das ist ja das Problem, was wir in Deutschland haben als Hochindustrieland, wir müssen nicht gucken, wie kriegen wir das mit den Kosten hin. Das ist ja ganz wichtig. Das muss ja alles auf dem, in der Konkurrenz, in der globalen, im globalen Wettbewerb, müssen wir wettbewerbsfähig bleiben. Das werden wir. Da habe ich jetzt wenig Sorgen. Die Deutschen, oder auch Deutsche allein, ist gar nicht entscheidend, also auch Europäer, sind wir sehr innovationsstark und werden Lösungen finden. Tun halt weh, weil wir Sachen verändern müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist, Veränderung ist immer erstmal schlecht. Ideen, Ansätze gibt es. Wir sind auf dem ersten Weg. Es wird aber noch ein langer Weg werden. Da können wir uns also auch nicht vordrücken. Der Weg, den wir da haben in die Richtung, ist noch sehr weit. Hier sind noch Stromleitungen, die können auch mal alle weg. Die brauchen wir nicht mehr, dank der Straßen, die wir da errichtet haben. Der Wasserfall hier in den Testerbergen läuft auch noch gut. Das ist doch prima. Wir pflanzen mal weiter, wir forsten mal weiter auf, während wir jetzt auch das finale bisschen diskutieren hier. Wichtig ist natürlich auch, wir wollen ja keinen Wohlstandsverlust haben. Das ist ja immer so die Angst, die dann mitschwingt, wenn wir jetzt umstellen auf Klimaneutralität, dann verlieren wir unseren Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, den wir uns erkauft haben. Auch da machen wir uns bitte nichts vor, erkauft haben durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen. Und darauf beruht die europäische Industrialisierung auf Kohle, auf Öl, auf Gas. Auch wenn wir es nicht mehr selber fördern oder wenig. Deutschland hat ja nur noch Braunkohle, Steinkohle fördern wir nicht mehr, obwohl wir noch genug Steinkohle hätten. Aber da sind wir ja aus der Steinkohleförderung ausgestiegen. Das ist alles machbar. Da droht keine Gefahr einer Deindustrialisierung, eines Wohlstandsverlusts. Aber es ist mit Veränderung verbunden. Und da haben viele Menschen Sorge, sagen wir es mal so. Also Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist wahrscheinlich eine Sorge, die da mitschwingt, dass man da vielleicht an Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, verliert. Vorne haben wir wieder den nächsten Brand, also auch das sind so Dinge, ne? Waldbrände und so, die beobachten wir jetzt schon. Wird immer mehr. Ja, das ist eine große Herausforderung, ich denke, aber ich bin überzeugt, wir schaffen das als Menschheit. Es wird mühsam, es wird zäh, es wird aufwendig und wir werden das auch, ich denke, Corona kann man da ganz gut als Beispiel nehmen. Wir werden da auch weiter immer noch Fehler machen. Es wird auch Gruppen, Vereinigungen geben, die das bekämpfen, einfach um ihre Macht, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das gehört zum politischen Spiel dazu. Das gehört dazu, wenn man Interessensgruppen hat, die verschiedene Interessen vertreten. Die wollen natürlich auch ihre Pfründe schützen, sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene. Das muss man in Anführungszeichen sportlich sehen. Das ist jetzt das nochmal spielen. Das gab es immer schon. Also auch das ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt nur während des Klimawandels und in dieser Diskussion beobachten. Das haben wir eigentlich immer schon gehabt. Ja, damit, und jetzt werfen wir nochmal den Blick hier auf unsere Klimaforschungsstation. Das ist ja schon eine sehr schöne grüne Lunge, die wir hier oben oberhalb geschaffen haben. Der Blick auf Viridis entlang der Mosel mit dem, wo haben wir es hier rechts, das ist die erste, das erste Kraftwerk, das klimaneutrale mit der Wasserkraft, mit der Solarthermie, das wir alles besprochen haben, das Kernfusionskraftwerk, die uns jetzt mit Energie versorgen, haben wir in den Testerbergen noch die Windenergie, die wir errichtet haben. Hier vorne ist ja der Windpark Testerberge, der uns auch sehr früh schon klimaneutral mit Energie versorgt hat. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon gesehen, die Offshore-Windparks, die wir hier vorne haben. Wir können jetzt noch ein Wellenkraftwerk bauen, da gibt es noch ganz viele, was wir noch tun können. Wie gesagt, da ist noch viel Grünfläche, ist aber auch ganz gut. Das Pumpspeicherkraftwerk, wenn wir über die Energiespeicherung gesprochen, die immer wichtiger werden, mit Pumpspeichern, mit Batterien, das können wir jetzt hier nicht simulieren, und mit der Elektrolyseanlage, die wir hier so ein bisschen errichtet haben. Also Erzeugung von Gasen, ob das jetzt der Wasserstoff ist auf der einen Seite oder
ob das die das synthetische Methan ist, in eine Richtung wird es gehen. Klimaneutral werden wir das hier auch auf den Weg bringen. Wir haben unsere Gebäude klimaneutral gebaut von Anfang an. Unsere Industrie ist klimaneutral, also mit den Elektromobilen, mit den Autos, wobei wir viel auf öffentlichen Nahverkehr setzen. Auch das kann das Spiel dank des Traffic Managers ja simulieren. Ansonsten hätten wir deutlich mehr Individualverkehr. Da müssen wir auch weg. Schwierige Diskussion in Deutschland. Wir müssen unsere Städte einfach aus meiner Sicht menschenfreundlicher machen und weniger autofreundlicher. Aber auch das ist ein sehr aufwendiger Prozess, sehr komplizierter Prozess, vor allem in ländlichen Regionen. Wie schafft man es da, die individuelle Mobilität aufrechtzuerhalten? Denn am Ende des Tages brauchen wir auch Personal dafür. Das ist halt eine weitere Engstelle, die wir haben. Wir haben den Umweltcampus gebaut und den gucken wir uns auch noch mal einmal an. Hier vorne der Blick als ja, nachhaltige Hochschuleinrichtung, die wir haben, an der ich ja Professor bin, mit Nachhaltigkeitsthemen, ob das jetzt halt die erneuerbaren Energien sind, die Umweltwirtschaft, die Umweltrecht und dann der Blick einmal von ganz oben auf die Mosel, auf die Saar. Ja, und ich glaube, mit dem Blick werde ich jetzt diese Folge und auch dieses Let's Play beenden. Ich werde mal schauen, was ich als nächstes Projekt mache. Ein bisschen Zeit suchen und finden, was thematisch ganz interessant ist. Vielleicht auch mal dann englischsprachig zu diskutieren oder zu spielen und dann wieder Themen zur regenerativen Energietechnik, zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz besprechen. Der Blick auf Iridis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Verfolgen, fürs Kommentieren der Folgen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin.